Grüß Gott. Als Kind hatte ich die Möglichkeit, viele Skitouren zu absolvieren mit meinem Vater. Und alle diese Skitouren, die sind irgendwie in meinem Gedächtnis, sogar in meinem Herz geblieben. Warum? Die Tatsache, dass beim Skitourenfahren sie in die Natur hinausgehen. Sie haben es mit Kameraden zu tun. Sie haben es mit Schwierigkeiten zu tun. Sie müssen sich vorbereiten. Sie müssen kämpfen. Sie müssen sich überwinden. Und das alles in einer freien Natur. In der Regel in einer wunderschönen Natur. Und jetzt finden Skitourenrennen statt. Und die Weltmeisterschaften finden in Verbier Val de Bagne statt. Vom 5. bis 12. Februar. Kommen Sie doch nach Verbier, kommen Sie in Val de Bagne und schauen Sie diese Skitourenrennen an. Schauen Sie diese Athleten, die bereit sind, sich zu engagieren, bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit zu gehen. Und das in der Natur. In einer wunderbaren Natur, eben in diesem Val de Bagne und in Verbier. Ich lade Sie herzlich ein. Kommen Sie vom 5. bis 12. Februar doch einmal vorbei und schauen Sie, wie sich diese Athleten in der Natur bewegen und wie sie eine großartige Leistung erbringen. Herzlich willkommen zwischen dem 5. und 12. Februar im Val de Bagne und Verbier.